Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Also, ich habe neue Techniken herausgefunden, wie man LSD-Optik auf Video machen kann. Deswegen versuchen wir es heute nochmal. Also, der Hintergrund macht Wellen. Die Arme, wenn man sie so macht, seht ihr selber, gibt es einen Echo-Effekt. Das sieht man aber nur aus den Augenwinkeln. Und jetzt kommt doch was, wenn man morgens unterwegs ist, wenn die Sonne gerade so aufgeht und das Licht von der Seite kommt, dann kann es sein, dass alles wie so durch ein Prisma auf einen wirkt. Also, dass man mehrere Farben sehen kann, die gar nicht da sind, beziehungsweise sich Sachen auffächern. Ungefähr so. Und so sieht es halt dann aus. Ja? Leider kommt es halt dazu, dass man auf das Ganze auch noch Verwirrtheitszustände hat. Man fühlt sich wie in einem Traum, es wäre das alles nicht echt. Und kann schon alle möglichen andere Täuschungen körperlicherseits haben oder auch im Bewusstsein, sodass man sich stärker fühlt, als man eigentlich ist, schneller als man eigentlich ist. Und deswegen sollte man da schon vorsichtig damit sein. Also diese Optik, die ich euch jetzt hier gerade gezeigt habe, hatte ich auch nur ein einziges Mal in dieser Intensität. Und zwar war das auf einem Zippi und da war ich im gröben Zell, in einem Schrebergarten, morgens in der Früh, als die Sonne aufging, ich glaube um 4 oder 5 war das, und da hatte ich halt diese Optik mit dem Prisma. Das hier, das ist so gut bei jedem da Trip, ja, ist bei allen, weil das ist halt dieser Echo-Effekt, den man standardmäßig da haben kann. Ab und zu ist es auch wie in einem Comic, dann sieht alles aus wie ein Comic, aber das ist äußerst selten. Happy Bicycle Day. Peace out.